So, wie ihr seht, bin ich jetzt hier gerade im C-Plex unterwegs. Und das C-Plex, das ist eine riesengroße Fläche, wo man unwahrscheinlich viele Aktivitäten durchführen kann. Da gibt es einmal, ihr seht es im Hintergrund unten, ich gehe da gleich nochmal hin, die Autoscooter. Dann gibt es hier eine Trapezschule, wo man unter anderem, das wird dann aufgebaut und beziehungsweise aufgeblasen. Und dann gibt es eine Zirkusschulmöglichkeiten. Dann seht ihr das auch natürlich, wenn ich das jetzt ein bisschen hochhalte. Es ist wie ein Basketballfeld oder wie ein Spielfeld aufgebaut. Also man kann hier auf jeden Fall auch sehr viele sportliche Aktivitäten durchführen. Aber es ist unter anderem auch eine Rollschuhbahn. Also ganz, ganz viel in einem zusammengefasst, um einfach mal die Dimensionen sich einfach mal vorzustellen. Es ist schon echt irre, irre groß. Und eben bei Tageslicht, das ist auch total klasse. Und nachts fährt, genau, das ist nämlich... Irgendwo hier versteckt ist eine Kuppel, wo unter anderem eine Disco-Kugel runterfahren kann, wo ein DJ mit involviert ist. Ich finde die gerade nicht, weil das ist auch immer ganz interessant, dass alle Sachen, man glaubt es manchmal nicht, irgendwo versteckt sind hier auf Fernseher, mitten in der Wand und auf einmal fahren die runter. Das ist schon irre. Wie gesagt, ihr seht es hier. Und noch eine Sache, genau, die ist mir gerade jetzt nochmal eingefallen. Und zwar, was natürlich auf keinem Kreuzfahrtschiff heutzutage fehlen kann, für die Spieler unter euch so ungefähr, Xbox One. Und zwar wirklich bestens ausgerüstet, was das angeht. Auch mit einer wunderschönen Aussicht. Bedeutet, man spielt hier und man hat hier den kompletten Blick nach draußen. Es ist echt, echt gigantisch. Klasse. Ja, also wer hier keine Aktivität erfährt, das weiß ich nicht. Der muss noch erfunden werden, weil normalerweise fühlt sich hier jeder wohl. Und man sollte auf jeden Fall auch alles austesten und dafür ist so eine Kreuzfahrt auf jeden Fall lang genug. Also obwohl eine Woche, manchmal reicht auch noch nicht mal eine Woche, um überhaupt alles so auszuprobieren. An Bord hier der Ovation gibt es unwahrscheinlich viel Kunst natürlich auch. Wie hinter mir zum Beispiel solche Gemälde, aber auch, und das ist total klasse, hier ist eine Leinwand oder beziehungsweise mehrere Bildschirme und jetzt schaut mal, was passiert. Bedeutet, wenn ich hierher gehe, kann ich die Situation verändern. Seht ihr das? Klasse, oder? Also da könnte man sich so stundenlang hier dran aufhalten, dass man immer so hin und her wedelt. Es sind verschiedene Szenerien dargestellt, die dann dementsprechend mit Blütenblättern, mit Farbsituationen. Guck mal, wie cool. Hier im Hintergrund seht ihr, da ist unter anderem so der Kern des Ganzen. Das ist auf Deck 4 und auch auf Deck 5, wo unter anderem auch der Guest Service vor Ort ist, wo man eben als Rezeption alles erfragen kann. Hier gibt es aber auch ein Starbucks, eine Patisserie, es gibt hier einen Italiener, eine Pizzeria, Geschäfte, hier beginnt die Shopping Mall. Ich stehe jetzt gerade hier vorne, bedeutet relativ am Ende des Schiffes, bis nach ganz, ganz vorne. Das sind 348 Meter. 348 Meter muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.